Auf was konzentrierst du dich jetzt? Konzentrierst du auf alles, was schlecht ist, oder sagst du, in jeder Krise gab es Gewinner? Schau, in der Fundamentsmarktkrise gab es Gewinner. Und ich habe einen Spruch geprägt, der heißt, Rezession ist die Konjunktur der Tüchtigen. Es gibt ein Hotel, das hat eine ganz besondere Atmosphäre, das Athlon in Berlin, oben der China Club. Ich war eingeladen zum 60. Geburtstag eines auch Bestseller-Autors, Dr. Rainer Zittelmann. Man ist extrem gut unterwegs mit tollen Büchern als Investor heute, als Finanzexperte und einfach ja, ein Typ mit Ecken und Kanten. So einer, der weiß, wovon er spricht. Und er hat eingeladen zum 60. Geburtstag. Und ihr müsst euch vorstellen, es waren so runde Tische da. Na, übrigens, du okay für euch? Ich hätte es eh gemacht, ich wollte nur mal fragen. Aber so runde Tische da und er hatte so ein bisschen sortiert. An seinem Tisch 8 junge Damen. Da haben so ein bisschen die älteren Herrschaften, die so als Paaren da waren und 60 Jahre Knast schon auf der Uhr hatten, ein bisschen Schwierigkeiten mit. Dann, wo er so studiert hat, in Darmstadt seine Professoren, geladene Gäste aus der Politik und neben Peter Gauweiler saß ein richtig cooler Typ. Und was machte er? Er ging zum Mikrofon, begrüßte seine Geburtstagsgäste und sagte, wer mich kennt und schon mal auf meinen Veranstaltungen war, weiß, was jetzt kommt. Eine Vorstellrunde. Und du merkst so richtig, wie so der eine oder andere in seinem Stühlchen so ein bisschen hin und her rutschen und sagte, wie, ich soll mich jetzt hier vorstellen mit so einer Handgurke. Und dann fingen die an, die Professoren, die Damen an seinem Tisch und irgendwann nach Peter Gauweiler kam dieser Typ. Theo Müller, Müllermilch. Und setzte sich wieder. Das war geil. Wenn du über Branding sprichst, wenn du über eine Marke sprichst, wenn du es mal so weit gebracht hast mit deinem Unternehmen, mit deiner Marke, können wir uns darauf einigen, dann bist du ganz weit vorne. Ich habe so ein bisschen was aufgeschnappt, hier wie immer so auf diesen einzelnen Bühnen und ich bin ja so ein bisschen bekannt für klare, harte Worte und halte Menschen gerne mal den Spiegel vor. Und dann bin ich vorhin wieder drüber gestolpert, dass gefragt worden ist, ja, lohnt sich denn noch ein Buch zu schreiben? Ja, aber ein gutes. Schau, nicht gekauft hat er schon, ist 100.000 Mal verkauft für 22 Euro, also verkauft, nicht verschenkt. Und wie immer im Leben, der dauert einen kleinen Moment, ne? Ich frage mich manchmal, aber wahrscheinlich gehöre ich auch zu diesen alten Dreireihern oder so. Ich habe zwar nie einen besessen und ich glaube, meine Eltern sind 7, 18 und ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben ohne die Weihnachten gefeiert. Die gehen jedes Jahr mit mir in Urlaub und kommen jeden Sonntag zum Kochen. Ich finde immer so lustig, wenn Menschen über Werte sprechen und alte Leute reden. Können wir festhalten, dass wir von den Alten was lernen können? Dankeschön. Können wir festhalten, dass wir Jungen was weitergeben können? Ich werde dieses Jahr 57, sieht aus wie 37, ist doch geil, oder? Also, ja, also, schau, ich mag dieses Klischee nicht, ich mag auch nicht dieses Bashing über andere. Ne? Letztens wieder so ein Post, wer als Unternehmer Eisbaden geht, ist 6 Monate später pleite. Ich mache das seit 4 Jahren. In Deutschland gibt es nur 0,1% von Menschen, die 5,6 Millionen haben. Ich gehöre zweimal dazu. Trotz Eisbaden. Dass wir das nur noch mal geklärt haben. Mir ist wichtig, ein Unternehmen aufzubauen, ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und ein Unternehmen aufzubauen, und wo nur gesagt wird, du brauchst Mitarbeiter, ich rede auch über Mitarbeiter, ist eine Geschichte. Ich muss euch auch eins sagen, ich hasse auch diesen Satz. Du musst mehr an deinem Unternehmen arbeiten, wie in deinem Unternehmen arbeiten. Alter, wenn du dich selbstständig machst, hast du nur ein Leben, nämlich arbeiten. 24/7 baust du dein Unternehmen auf. Können wir uns darauf einigen? 24/7 und das ein paar Jahre lang baust du dein Unternehmen auf. Und natürlich brauchen wir alle Spannung und wir brauchen alle Entspannung. Einverstanden? Aber am Anfang brauchst du einen klaren Fokus und einer der wichtigsten Fokusse, über den möchte ich heute mit euch sprechen, ist, wie du deine Company eben sales-driven bekommst. Weil sales-driven Company, darum geht es in meinem Vortrag, ist ganz wichtig. Und wenn du mal die Alten nochmal nimmst, Reinhold Würth, ich liebe ihn dafür, 35.000 Verkäufer, Old Economy noch heute, weltweit. Er hat mir selber mal gesagt, Herr Limbeck, wir werden wahrscheinlich keine weltweite Tagung machen, weil wir haben auch Außendienstmitarbeiter in allen Religionen. Und von ihm gibt es ja diese Brandbriefe und er hat mal so schön gesagt, vor kurzem erst wieder 90% ist Sales, 5% ist EDV und 5% der Rest. Und wir reden hier über Mindset, wir reden über Business, wir reden über Unternehmensaufbau. Aber wenn du ein Unternehmen aufbauen möchtest, dann musst du selber Sales machen.
Schau, du kannst Sales nicht extern vergeben. Der beste Verkaufstrainer, der in meinem Modell von Welt je gelebt hat, war Heinz Goldsmann. 6 Sprachen fließend. Ich hatte noch das Glück, ihn zu treffen, irgendwann in München am Flughafen. Er wollte irgendwie in die Lounge rein, kam nicht rein, Koffer flippte auf. Er war damals 85. Ich sagte, hey Heinz, Martin. Hey Martin. Ich sag, komm, ich nehme dich mit in die Lounge, wo willst du denn hin? Sagt er, ja, ich fliege gerade nach Rio, ich halte morgen einen Vortrag da. Mit 85, 6 Sprachen fließend. Und der hat einen Satz geprägt und heute noch ein Buch, was du dir kaufen kannst bei Amazon, 27. Auflage, wie man Kunden gewinnt. Und er hat gesagt, der Unternehmer ist der erste Verkäufer eines Unternehmens. Der CEO ist der erste Verkäufer eines Unternehmens. Der Inhaber ist der erste Verkäufer eines Unternehmens. Du kannst nicht hergehen und sagen, ich habe eine Mega-Idee. Ich habe eine Mastermind, die K2, da kannst du nur auf Einladung rein. Da arbeite ich nur mit Unternehmern, die wirklich was verändern wollen. Und da habe ich jetzt einen Mann mit, der auch Investoren hat. Ein toller Techniker. Der hat was programmiert. Das ist so ein heißer Shit. Aber er sagt, Martin, ich sterbe am Sales. Ich habe 2, 3 Leute ausprobiert, ich habe vielleicht auch die Falschen eingestellt. Immer wenn ich das selber mache, funktioniert das, aber ich will ja CEO sein. Sag ich, naja, bis du CEO sein kannst, solltest du vielleicht erstmal CSO sein, nämlich Chief Sales Officer und erstmal gucken, dass dein Sales funktioniert. Und wenn du es selber vorgelebt hast, dann wird es funktionieren. Schau, das kennt jeder von euch. Wer von euch hat Mitarbeiter? Schau, jeder von euch, der Mitarbeiter kennt, der weiß, ich habe diesen Satz geprägt, ja, Mitarbeiter, ja, die sind das Abbild von dir. Das ist wie, wer von euch hat Kinder? Wer hat Kinder, von denen er nichts weiß? Gibt es auch im Sales. Ja, so, bist du unterwegs? So, ja, schau, ist relativ einfach. Deine Mitarbeiter machen das, was du vorlebst. Wenn du Sales extern vergeben willst, ja, es wird ja zigfach Joten verkauft. Das ist ein Riesenbusiness. Finde ich auch super. Aber ich finde es nicht gut, wenn du es am Anfang abgibst. Wenn du jemand anders extern dein Produkt, deine Dienstleistung, für die du brennst, verkaufen lässt. Hier sitzt einer, der hat schon 2, 3 Firmen gegründet. Ja, ja, mein Kumpel, der Manta, der Christian. Das ist ein par excellenter Verkäufer, der dann Unternehmer geworden ist. Unternehmer hat er gelernt. Verkaufen hat er auch gelernt, ist ein Handwerkszeug. Aber er lebt es heute noch vor. Und so kann er seine Firma skalieren. Du kannst es nicht extern irgendjemandem geben, irgendeiner Agentur oder irgendeinem fremden Außendienst. Wisst ihr, worauf ich angesprochen werde auf Instagram? Ich bin High-Ticket-Closer. Was bist du? Kannst meine Karre putzen kommen. Ja, so. Ja, entschuldige mal. Ich werde das auch nicht verstehen, wenn man einen Ferrari auf eine Messe stellt oder einen Lamborghini. Alter, wenn du ein guter deutscher Junge bist, fährst du ein Auto aus Zuffenhausen. Cayenne GT, 640 PS, das macht Spaß. Ja, also, entschuldige mal, fängst du nicht an mit so einem amerikanischen oder mit einem englischen Schrott, Mann, oder italienischem. Wir haben 3,4 Millionen Unternehmer in Deutschland, davon sind die meisten 1 bis 10 Mitarbeiter. Und jetzt komme ich nochmal an meinen Punkt, wie willst du denn an deiner Firma arbeiten, wenn du 1 bis 10 Mitarbeiter hast? Das ist die gefährlichste Phase. Jetzt baust du auf, du kannst dir doch gar keine Strukturen leisten, du kannst dir doch gar keine teuren Manager leisten. Die schwierige Phase wird dann wieder so von 15 bis 20, jetzt baust du Strukturen. Jetzt brauchst du vielleicht einen Teamleiter. Jetzt brauchst du vielleicht jemanden, der sich um Indienst kümmert. Jetzt brauchst du jemanden für Produkt oder jetzt brauchst du jemanden für dein Online-Marketing, der diese Abteilung leitet. Einverstanden? Aber vorher bist du nur in deiner Firma, bist du ein Hass, um dann an deiner Firma zu arbeiten. Wenn du dann irgendwann mal 25, 50 Mitarbeiter hast, jetzt reden wir über Strukturen. Das wissen auch die wenigsten. Wir haben nur 1,2% von Unternehmen, die über 10 Millionen Euro Umsatz machen. Die machen alle maximal 1 Million Euro Umsatz. Oder bis zu 1 Million Euro Umsatz. Und da erklären wir mal bei 10 Mitarbeitern, wenn du die einigermaßen gut bezahlen willst, mit Nebenkosten, mit Steuervorauszahlung, mit Investitionen, wie du da bitteschön am Unternehmen arbeiten willst. Und dann musst du irgendwann ja noch lernen, als Unternehmerin, als Unternehmer, das kennt ihr auch, das ist ja der schwierigste Schritt, dann vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden, ja, dass du anfängst abzugeben. Schau, und ich habe diesen Satz schon vor 15 Jahren auf der Bühne in Stuttgart gesagt beim Wissensforum. Es ist keine Frage mehr, ob du dich verändern musst. Die einzige Frage ist, ob du schnell genug sein wirst. Und ich glaube, das war noch nie so klar wie heute, dieser Satz. Wir sind gerade wahrscheinlich in der größten Veränderung der Menschheit. Nach dem geilen Scheiß, das war die Erfindung der Lokomotive. Ne? Die haben die Banken auch gebraucht. Wir brauchen das Geld, um die Eisenbahn zu bauen. Dann kam irgendwann die Elektrizität. Sind wir jetzt natürlich in der digitalen Welt angekommen. Aber es gibt auch noch eine Offline-Welt. Surprise, surprise, du kannst Menschen noch anrufen. Musst du aber können. Ja, du kannst auf Netzwerke gehen. Schau mal, ich schließe am Dienstag einen Auftrag ab. Schau, ich schließe am Dienstag einen Auftrag ab. Ich weiß schon, dass ich abschließe. Ich habe die Zusage noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn abschließe. Ich bringe immer in dem Gefühl, dass wenn ich einen Auftrag fahre, dass ich ihn abschließe. Sonst brauche ich ja gar nicht denken, dass ich ihn abschließe. Einverstanden? Genauso wie ich immer sage, 2022 war das beste Geschäftsjahr ever. 2023 wird noch geiler. Wenn ich an 24 denke, Wahnsinn. 25,
Mega. 26? Hammerjahr. Schau, und da schließe ich einen Auftrag ab. An dem Unternehmen bin ich seit 15 Jahren dran. Wir haben einen Kunden, der ist in der Lebensmittelbranche, der wiederum kannte den CEO, der hat mich zum Grillen eingeladen, den auch, mit der Absicht, dass wir uns kennenlernen. Der ist heute im Aufsichtsrat. Und jetzt ist die Anfrage vor 14 Tagen gekommen. Jetzt haben Sie Druck, haben zu viele Low-Performer. Und wo haben Sie die? Im Hunting, nämlich in der Neukundenakquise. Schau mal, Farming kann ja jeder. Also was heißt Farming? Bestandskunden betreuen. Guck mal, ist ja keine Körperverletzung, wenn du den Christian auch sagst, Mensch, Herr Mantheim, Martin Limbeck hier von Pfefferminzia, ich habe heute an Sie gedacht. Der Satz tut ja keinem weh, einverstanden? Was sagt der Mantheim drauf? Ach, das ist aber schön. Ja, ich wollte mal hören, was gibt es denn bei Ihnen Neues, Herr Mantheim? Ja, das ist schön, dass Sie fragen. Ich sage, wie sieht es denn im Moment im Sales aus? Was sind Ihre drei wichtigsten Treiber? Und schon sind wir wieder im schönen Sales Talk drin. Aber da darf ich keine Angst vor haben. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das heißt, bevor du in deiner Firma anfängst, darüber nachzudenken, an ihr zu arbeiten, brauchst du erstmal eine, die seriös dasteht. Und schau dir das ja mal an. Wir sind hier auf dem Founder Summit und ihr wisst, ich liebe den Robin, ja, und Danny und die ganze Company und die Familie. Toll der Umgang, oder Nicole, ne, wie die mit ihren Söhnen umgeht, wie stolz die ist, die Mama und der Papa, oder? Habt ihr das gesehen? Hammer, oder? Ich finde super. Ich war bei der ersten Founder Summit dabei. Ja, der Mann ist auch noch, die haben beide mal bei der Eintracht gespielt. Guck mal, das ist ja wie im richtigen Leben. Bayern-Fan wirst du ja nur, wenn du keinen eigenen Erfolg im Leben hast. Ich war gestern im Stadion, das war sehr schlimm anzuschauen. Ja? So, und schau, wir sind gerade in der größten Veränderung. Können wir festhalten, Corona hat was mit den Menschen gemacht. Können wir festhalten, der Krieg macht was mit den Menschen. Können wir festhalten, wir sind gerade, selbst unser Bundeskanzler, der nicht wirklich stattfindet, kleine Randnotiz, hat zumindest mal einen Begriff wahrscheinlich in die Welt gesetzt. Wir haben gerade eine Gezeitenwende. Und wenn du mir anschaust, der Verkauf wird gerade komplett neu erfunden. Nämlich, wenn du mal siehst, und wir reden jetzt hier von B2B, weil ich ein B2B-Mann bin. Ich mache wenig B2C-Geschäft. Ja, auch meine Mastermind ist ja B2B. Ich will da Unternehmer drin haben, die vor allen Dingen die Rate nicht finanzieren müssen. Das ist bei mir Grundvoraussetzung, sonst kannst du kein Mitglied werden. Wenn du mein Geschäft finanzieren musst, meine ich ganz im Ernst. Und hier sitzen Leute, die mich kennen, dass ich das auch so sage, wie ich es meine. Wenn jemand auf die Idee kommt, sagt, ich kann mir deine Mastermind oder eure Beratung in der Limbeck Group, da arbeiten wir fast nur mit Konzernen und Mittelständlern und Familienunternehmen und Hidden Champions, da haben wir das Thema sowieso nicht, da geht es um Budget, machen die das Budget frei. Ne? Aber wenn jemand als Unternehmer Weiterbildung finanzieren muss, ich sage euch, dann überlegt mir, ob er es erstmal in was anderes in euer Unternehmen investiert. Genauso wie Autos. Schau, ich habe mir jetzt das erste Mal, ich bin umgezogen 2016 von Königstein im Taunus, nach Dienstlang, habe dann nochmal ein schönes Gebäude gekauft. Ich habe das erste Mal in einem hochwertigen, ich glaube 18.000 Euro habe ich bezahlt, kostet irgendwie sonst 26, weil mein bester Freund macht Möbelanrichtung. Ich habe das erste Mal mir einen teuren Schreibtisch mit dann eben ja, 52 gegönnt. Ich habe angefangen mit IKEA-Möbeln. Ich kann euch aber auch nie die Geschichte erzählen, dass ich pleite war. Ich war mit 28 schon Vertriebsdirektor, ich hatte 100 Leute, 100 Millionen Verantwortung und habe 365.000 Mark verdient. Ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, habe gedacht, Mensch, wenn ich das nicht schaffe, ja, dann gehst du halt wieder zurück in der Kopiererbranche, weil ich eh gesetzt, ich habe Kopierer und Faxgeräte verkauft, dann werde ich irgendwo wieder Vertriebschef. Die holen mich irgendwo her, auf der Messe kannte mich jeder. Hat aber dann gut funktioniert. Aber war eine geile Schule, weil ich alle Vertriebswege gelernt habe. Kaltakquise, noch von Door to Door in so einem Industriegebiet, so an so einem Tresen, da saß dann so eine Dame, ne, du warst so, ich war gerade 3 Käse, habe mit 19 angefangen. Raus hier! Und du dachtest, scheiße. Ja, und ich weiß noch wie heute, Friedrichsdorf Köppern, war das erste Verkaufsgebiet, ich fuhr damals einen Suzuki Swift 16-Ventiler mit Nebelscheinwerfern. Ich dachte, dass ich auch in der Morgendämmerung schon Kaltakquise machen kann. Ich nahm also meine Verkaufsmappe raus, auf dieses Auto drauf, damals rauchte ich noch, habe mir so 3-4 Kippen reingezogen und hatte so einen kleinen braunen Streifen in der Hose, weil ich Angst hatte, in die erste Company reinzugehen. Ja, sagte ja keiner, die sind ja alle hier mega erfolgreich, Millionen und Privatjet und so eine ganze Scheiße. So, ich hatte einen Suzuki Swift 16-Ventiler, ich habe den um die Ecke geparkt, wenn ich das Mädel abgeholt habe. Ja, dass ich für geschämt, aber hatte schon Rallye-Streifen, war geil, 101 PS, ja. So, und tiefer gelegt, war wichtig. Ja, so, und dann hatte ich Angst, wo gehst du erst rein? Die große Firma, da ist direkt ein Tresen, noch ein Vorzimmer, so ein Vorzimmerdrachen haben wir den getauft. Na, wenn ich rausschmeiße, habe ich jetzt eine Idee, nimmst du nächstes Mal Pralinen mit und sagst, ich habe heute Drachenfutter dabei. Ja, total geil, muss man ausprobieren. So, und dann bin ich überall, weil ich erfolgreich werden wollte. Dann habe ich telefoniert, dann habe ich Kaltakquise gemacht, bin auf Messen gegangen, Netzwerken. Ich habe gestern genetzwerkt, ja, so. Vernetzt euch hier, ich bin immer wieder erstaunt. Hier unten kriegen manche Körperverletzten Geld. Da halten doch tatsächlich manche Aussteller hier, ne,
die haben das Geld gespart für den Sicherheitsdienst, die lassen ihre eigenen Verkäufer den Stand festhalten. Ist dir schon mal aufgefallen? Wie oft bist du da durchgelaufen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin auch durchgelaufen. Meinst du, da spricht dich mal einer an? Die sind alle wichtig am Leads ausfüllen. Online, aber da sind ja Menschen da. Ne? Also ganz spannende Welt. So, und guck mal, was hat sich im Gather Buying Center? Wenn du mal schaust, gibt es drei Werte hier. Das eine ist online, das andere ist offline und das andere ist Nachbestellung, also ne, Remote Sales. Remote ist gekommen, um zu bleiben, haben wir auch einen Vortrag zu. Ne, wir werden auf Hybrid-Verkaufen nicht mehr verzichten, einverstanden? Ja, das ist gekommen, um zu bleiben. Und wenn du dir mal das hier anschaust, das hat sich verändert. Wir haben nur noch diese Zahl an Persönlichkeit. Ich habe damals schon 2020 gesagt, ich nenne es den 11. September-Effekt, mir war schon klar, wir werden nie wieder zurückkommen zu einem Business wie vor Corona. Ich war damals schockiert, dass zum Beispiel eine Autovermietung 1,7 Milliarden Corona-Hilfe bekommen hat. Ich habe gedacht, wieso? Die werden ja runtergehen, weil wir werden nicht mehr so viel Businessreisen haben. Maximal 50% war meine These. Heute sage ich 20%. Ich rede gerade mit Kunden, die sagen, Hannover Messe, die verschenken an die Aussteller zusätzliche Fläche, um die Fläche wegzukriegen. Ja, das heißt, es hat sich einfach was verändert. Ja, dann remote. Neueste Statistik aus den USA. Ist immer schön, wenn ich mich bei großen Companies. Ja, kommt ruhig rein, ihr seid nicht zu spät, wir haben doch schon mal eher angefangen. Ja, guck mal, da sind noch ein paar Plätze. Ja, so, ja, Humor ist das, nur dass wir kurz gesprochen haben. Ein spezieller, ich weiß, aber geil. So, und ja, na, ich wollte auch mal so ein bisschen verliebt sein wie die. Übrigens, müsst ihr mal drauf achten, ne? Habe ich letztens gelesen, war mein Lieblingspost in Social Media, der ist viral gegangen von einem Finanzinvestor, der hat gesagt, reiche Menschen tragen keine Rolex. Den fand ich geil. Ja, manche haben ja auch nur ein Zeitmesser, aber egal. So, also Remote ist gekommen, um zu bleiben und die Unternehmensberatung hat festgelegt, ja, dass sie festgestellt haben, dass 26% der Menschen bereit sind, bis zu 1 Million Euro bei jemandem zu kaufen, remote, wir reden jetzt vom Buying Center, B2B, also ne, Firma zu Firma, ohne denjenigen jemals gesehen zu haben. Wir haben letztes Jahr einen Auftrag gemacht, der ist jetzt so bei 700.000 Euro. Ich habe so 32 Leute, 10 Trainer und Berater. Unser Geschäft, wie gesagt, ist B2B. Da habe ich den Kunden dreimal zwei Stunden im Pitch gesehen, wie es heute so schön heißt, mit einem Buying Center. Wer war dabei? Business-Unterstützung, also Business-HR, der HR-Chef. Der Sponsor des Ganzen war der Vertriebschef Deutschland plus drei Vertriebsleiter, die mitentscheiden sollten, ob wir für die Richtigen sind. Und das fand ich ganz spannend. Wir haben hauptsächlich den Auftrag mitgewonnen, weil du brauchst immer Fans. Du musst immer gucken, wenn du B2B machst, du brauchst einen Fan im Haus. Das war bei mir in dem Fall die Dame aus HR. Ja, die hat mir hinterher alles eben erzählt, weil ich mit der nochmal ein Draht aufgebaut habe. Das ist jetzt remote schwieriger. Einverstanden? Früher war das einfach. Du hast am Tisch gesessen, es hat dich nochmal einer zum Auto gebracht und hast gesagt, Mensch, ihre Chefin, die war so ein bisschen skeptisch. Ja, die ist immer so oder so. Du hast sowas zwischen den Zeilen bekommen. Hast du jetzt nicht mehr. Remote hat die Welt auch im Sales verändert. Du musst jetzt auf den Punkt sein. Früher hast du beim Kunden gesessen, dann hat er auch mal den Folgetermin bis nach hinten geschoben. Er hat gesagt, geben Sie ihm schon mal einen Kaffee, das ist jetzt gerade so spannend. Ich mache noch eine halbe Stunde mit dem Limbeck. Passiert heute nicht mehr. Die sind alle durchgetaktet. Ich habe jetzt was angeführt für Remote, total geil. Ich frage immer so als Einstieg mit, wann hatten Sie denn Ihren letzten Kaffee? Sagt er euch schon eine Weile her, sag ich, wollen wir uns beide erstmal einen Kaffee holen? Dann gehen, freuen die sich alle, dass sie noch mal einen Kaffee holen gehen können für kleine Königstiger. Und dann sind die entspannt. Ja, aber du musst auf den Punkt jetzt sein. Das heißt, du musst dein Gespräch neu lernen. Du musst die Stunde nutzen und du musst auch hier wieder den Folgetermin vereinbaren, was früher viele Verkäufer auch schon nicht gemacht haben. Und der Rest ist eben online. Ne, guck mal, Suche neuer Lieferanten, 31%, 48%, könnt selber lesen, und Nachbestellung. Natürlich ist E-Commerce dazugekommen. Auch im B2B ist es digitaler geworden. Aber immer dann, wenn es erklärungsbedürftig ist, wenn es hochpreisig ist und technisch orientiert ist, wird es immer Menschen geben. Einverstanden? Wird es immer Menschen geben. Natürlich werden ein paar Sachen wegfallen, auch durch KI, das kriegt ihr gerade alle mit, ChatGPT. Schau mal, wenn ich eine Kugel hätte, dann würde ich die Welt auch voraussagen. Hätte mir mal einer gesagt, dass ich Mitarbeiter habe, einer in Potsdam, einer in Mallorca, einer remote. Ich bin noch so groß geworden, früher im Rudel jagen, alle Verkäufer einraumen, Umsatzglocke haben wir heute noch. Ja? Und dann austauschen, voneinander lernen in der Einwandbehandlung. Das ist heute anders. Aber wir müssen beide Welten miteinander verbinden. Nur remote, sage ich euch, diese Unternehmen werden nie ein Herz bekommen. Weil schau, Anfang in Corona hat mir auch so ein alter Recke gesagt, und der hat völlig recht gehabt, von einem der größten Distributoren für Apple und Cisco und Audio-ID, 6 Milliarden der Laden, ja, der sagte, weißt du Martin, meine Chefin hat gesagt, ich soll alle Büros abschaffen, aber dann verlieren die Menschen ja den kompletten Kontakt zueinander, da bist du ja nur noch irgendwann eine E-Mail in der Absenderkennung. Deswegen, ihr braucht in euren Unternehmen, ob ihr remote arbeitet oder nicht, um Gipfelstürmer zu werden, auch Herz. Ich brauche Verbindung, ich muss den Menschen in den Arm nehmen. You can't email in handshake. Das musst du machen. Wenn wir uns sehen, nehmen wir uns in den Arm, wenn wir uns mögen. Das kriegst du virtuell nicht hin.
Also du musst beides schaffen. Du brauchst auf der einen Seite natürlich Remote, Hybrid, auf der anderen Seite das Ganze auch machen. So, verkäuferische Unsicherheit kostet ja mehr als die Inflation. Schau mal, in jeder Krise, ich merke das manchmal, ich muss mich gerade wieder extrem schützen, wenn ich mit Menschen da draußen spreche, ob privat oder geschäftlich. Alle erklären mir nur Weltuntergang, ja, alles ist schwierig, Inflation, kein Auftragseingang. Es ist auch teilweise so. Meine Freundin wollte vor kurzem Kontaktlinsen bestellen, weil sie eine besondere braucht, bis zum Hersteller. Die sind nicht produzierbar. Ich habe mit einem Maschinenweltbauer gerade gesprochen, Maschinenbauer, Weltmarktführer, der sagt, wir kriegen gerade keinen Auftragseingang. Aber auf was konzentrierst du dich jetzt? Konzentrierst du auf alles, was schlecht ist, oder sagst du, in jeder Krise gab es Gewinner? Schau, in der Fundamentsmarktkrise gab es Gewinner. Und ich habe einen Spruch geprägt, der heißt, Rezession ist die Konjunktur der Tüchtigen. Rezession ist die Konjunktur der Tüchtigen. Was aber wichtig ist für die Zukunft, was sich verändern wird, ist, du brauchst drei Faktoren: Geschwindigkeit, Flexibilität und Einfachheit. Guck, dass dein Geschäft einfach ist und dass Menschen mit dir einfach Geschäft machen können. Wir werden nicht mehr das haben. Ich habe das immer wieder noch im Konzerngeschäft. Siebte Runde, Verträge hin und her, da nochmal eine Änderung, hier nochmal eine Änderung. Dauert 8 Wochen, bis du eine Bestellung auslösen kannst. Oder 8 Monate im Consultative Selling. Ich habe manchmal Sales von 18 Monaten. Ja, ich rede heute mit Leuten, die sagen, ja, dieses Jahr ist schon durch, Training machen wir nächstes Jahr, 24. Und ich denke, Alter, der April-Scherz ist doch vorbei. Ja, aber du musst eben einfach sein. Ja, du musst festlegen, das kennt ihr alles, das könnt ihr alles in Büchern lesen. Ja, das sind die einfachen 5 Punkte, Festlegen der Buyer Journey, Definition von Verkaufsprozessen. Du brauchst natürlich Prozesse, aber schau, nicht nur Online-Prozesse, du brauchst auch ein Verkaufsgespräch. Wie steigst du ins Verkaufsgespräch ein? Wie machst du eine Einwandbehandlung? Schau, wer ruft mir einen Einwand zu, egal welches Business du machst, ruf mir mal irgendeinen Einwand zu. Gut, dass wir es so offen sagen, deswegen rufe ich an, um Ihr Interesse zu wecken. Wie sieht es denn beim Remote-Termin nächste Woche, 7 bis 2 Minuten aus? Nächster Einwand, komm. Gut, dass Sie sagen, ich höre aus, dass für Sie Wirtschaftlichkeit wichtig ist. Also machen wir Wirtschaftlichkeit direkt zum wichtigsten Mittelpunkt unseres ersten Kennenlernens. Wie sieht es denn mal nächste Woche Mittwoch, ne, auf dem gewaltfreien Tee aus? Nächster Einwand. Bitte? Sie haben einen Partner? Sagen Sie, ist Ihr Partner Ihr Bruder, Ihre Schwester oder Ihr Schwager? Dann haben Sie doch als guter Kaufmann das Recht zu vergleichen. Wie sieht es denn mal nächste Woche Mittwoch aus? Und lass diesen 80er-Jahre-Scheiß weg. Passt Ihnen besser Vormittag oder Nachmittag? 9 oder 11? Da lockst du auch keinen hinterm Ofen mit vor. Oder kennt ihr auch diese E-Mails bei LinkedIn, die ganzen Online-Ausgebildeten jetzt für den 29-Euro-Kursen? War der böse? Nee, ne? So, also die sind jetzt auch bei LinkedIn angekommen. Sagen Sie mal, wie klingt das für Sie? Alter, da kotzt der B2B-Kunde. Sei da kreativ, du musst doch mit jemandem Rapport aufbauen, du musst auch Beziehung aufbauen. Mal nachfragen, Mensch, vielen Dank für die Vernetzung. Was war der Grund, dass Sie mit mir vernetzt haben? Ja, ich bin großer Fan Ihrer Bücher. Sag ich, super, welches haben Sie denn gelesen? Ja, nicht gekauft hat das schon. Sag ich, ist auch mit 100.000 Mal das meistgelesene Buch im Sales. Was sind denn gerade Ihre drei größten Themen im Sales? Und dann fängt er an zu erzählen. Mitarbeiter, die Alterspyramide ist ein Riesenthema gerade. Die Alten gehen alle, das Know-how geht verloren, weil du es nicht in CM packen kannst, über Kunden auch. Du kannst ja nicht über die Kundenbeziehung, wie du 20, 25 Jahre hattest, kannst ja nicht in CM packen. So, und die meisten stellen den Nachfolger nicht ein oder finden gar keinen Nachfolger mehr. Das heißt, wir gehen auch da großen Veränderungen entgegen. So, aber da habe ich doch immer eine Idee, wie ich dem helfen kann. Aber wenn du kein aufrichtiges Interesse an Menschen hast, dann mach deinen Laden wieder zu. Und das ist das, was mich manchmal hier so traurig macht, wenn ich Menschen beobachte, da fehlt mir aufrichtiges Interesse. Und langfristig sage ich dir, Herz vor Geld. Weil wenn du Herz hast und dein Geschäft gut machst, kommt Geld von alleine. Kannst du machen, was du willst. So, also der wichtigste Punkt wird für euch sein, differenziert vor Einfachheit. Ich weiß, ja, die haben ja auch überzogen, was die kleinen jungen Rotzbengel können, kann ich doch auch. So, also, ja, Detlef jetzt mal sehen müssen. Mein Freund Detlef, weißt du, wie lange der? Der hat 10 Minuten länger gemacht. Ey, der ist auch ein geiler Typ. Ich habe den angerufen, da war er auf dem Rollfeld. Ich sag, Detlef, wann kommst du denn? Detlef, die Soße. Sagt er, ja, ich bin auf dem Rollfeld. Aber die Stuart, das stimmt für mich, ich muss Schluss machen. Sag ich, sehen wir uns dann gleich? Sagt er, ja, ich komme aber nur rein, raus. War auch so, ich konnte den gar nicht umarmen. Der war spitznass, musste der arme Kerl schon wieder los. So, also, schau, nimm mal das einfache Beispiel, geliebt zu werden für Eifer. Danach guck dir deine Prozesse an. Ich bin Angler, deswegen bin ich an den See gezogen. Ja, und ich habe irgendwann mal Bissanzeiger geschenkt bekommen, elektronische. Und ich habe ein Jahr vergessen, die rauszunehmen. Die sind sozusagen erodiert, habe ich gelernt, heißt es. So, und dann habe ich die gegoogelt, weil ich musste den Adapter abschneiden. 9-Volt-Plot-Adapter, wie heißt das? Habe ich gefunden, Konrad Elektronik, eBay. Und wo habe ich noch gesucht? Wo habe ich es bestellt?
bei Amazon. Der Preis war mir egal, aber warum schnell und einfach Prime-Konto? Das heißt, denk bei deinen Geschäftsmodellen, um ein Gipfelstimmunternehmen zu werden, um skalieren zu können, an Einfachheit. Mach es deinen Kunden einfach, mit dir ins Geschäft zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Schau, dann der nächste Punkt ist sauberes Arbeiten. Das hier war einer der geilsten Blockbuster für FedEx. Geiler ging es. Wer hat den Film gesehen? Tom Hanks. Ja, Robinson Crusoe im Modern. Mega Film. Und dann passierte das. Ja, hier ist einer hergegangen von FedEx und hat einen Flachbildschirm darüber geschmissen. Das Video ist innerhalb von einer Woche viral gegangen. Die Aktie ging um 30% runter. Bis heute ist das Video 2,4 Millionen Mal gesehen worden. Es gibt gerade neue Filme über FedEx-Fahrer. Ja, machen große Reklame. So, was ich damit sagen will, arbeite immer sauber. Denk daran, wir vergessen das zu sagen. Menschen reden von Werte, ich spüre aber keine Werte. Gibt einen uralten Spruch, der ist alt, aber immer noch gut. Ja, was ist besser? Ne? Nicht, dass das Paket, das Produkt zurückkommt, sondern der Kunde. Also guck dafür, dass du den Kunden immer überrascht, verblüffst, dass du ein Mehr machst. Hier sitzt jemand, Thomas, darf ich dich einmal kurz nehmen? Kannst du einmal kurz aufstehen? Das ist mein Freund Thomas Hein, Mastermind-Teilnehmer, kommt mich heute hier besuchen. Der hat nächste Woche geht unser Mastermind durch die Klamotten, der trägt die auch. Der hat ein iPad gekriegt, das größte, steht hinten drauf, Founding Member. Thomas, ich investiere eine Rate, sage ich denen auch, bei ihren Geschäftsführern, ich investiere eine Rate, ja, von einem Jahr arbeiten mir 11 Leute nur 55.000 Euro wieder in das Mitglied. Warum? Weil ich will, dass der sich wohlfühlt. Du musst investieren. Das ist mein letzter Punkt. Und Akquise ist die Achillessehne nach wie vor in allen Bereichen. Und deswegen ist so wichtig, dass du hergehst und akquirierst. Und der Mittelstand macht es gerade kaum noch. Deswegen hast du, um ein Unternehmen aufzubauen, gerade eine große Chance. Mach das. Und wenn du nicht mehr weiter weißt und dir es nicht gut geht, dann kaufst du dir meinen Gin, Proud, Strong and Noble. Gib da hinten eine kleine Probe. Ja, in diesem Sinne, wer Interesse hat, ein bisschen mehr über unsere Arbeit wissen will, kommt gerne noch unten an den Stand. Wir sind auch noch da. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ich bin immer wieder gerne hier. Ciao. Dankeschön.